Sie sehen vielleicht, dass das Bild auf der Leinwand durch ein paar Wellenmuster überlagert wird. Sagen wir einfach mal, das ist mit Absicht so, denn ich werde heute über genau solche Interferenzmuster sprechen. Dabei werde ich darauf eingehen, dass die wellenartige Natur der Quantenmechanik in eine teilchenartige Natur umschlägt, wenn man seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Wenn Sie also Ihre volle Aufmerksamkeit auf die Leinwand richten, sollten sich die Wellenmuster auflösen. Ich spreche heute über miteinander verwobene Gedanken bzw. Gehirne und ich werde die Thematik aus drei Blickwinkeln beleuchten. Als Mysterium der Physik, als physikalische Interpretation und hauptsächlich als physikalische Experimente, denn letztere mache ich am liebsten. Richard Feynman sagte mal über das Mysterium der Physik, dass es mit klassischer Physik nicht zu erklären ist und im Zentrum der Quantenmechanik steht, welche das eigentliche Mysterium darstellt. Bei den physikalischen Interpretationen haben Sie vermutlich von der Viele-Welten-Hypothese gehört, von Dekohärenz, von der Kopenhagener Interpretation und von John von Neumanns Interpretation. Schließlich gehen wir auf einige Experimente zu diesen Themen ein. Das Mysterium wird häufig als Messproblem der Quantenmechanik bezeichnet. Ich sehe es eher als ein Problem der Quantenmechanik, denn die Kühe in diesem Bild verhalten sich auch anders, solange keiner hinschaut. Sobald ein Auto vorbeifährt, verhalten sie sich aber wie normale Kühe. Das ist also ein Beobachtereffekt, der für Kühe wie auch für Elementarteilchen gilt. Und das führt uns zum Phänomen des Welle-Teilchen-Dualismus. Wenn Sie mit Golfbällen auf einen Doppelspalt zielen, würden Sie zwei Streifen dahinter erwarten. Das Gleiche passiert mit Licht und Elektronen, aber nur, wenn man hinschaut. Sonst erhält man ein Interferenzmuster. Auf der Leinwand sehen Sie immer noch ein Interferenzmuster. Sie schauen also noch nicht intensiv genug hin. Das Fazit dabei ist, wenn man den Pfad kennen kann, verhalten sich Photonen wie Teilchen, wenn er unbekannt bleibt, wie Wellen. Das ist Teil des Quantenmessproblems. Letztendlich geht es hier um Wissen, Information, Beobachtung und Messung. Und alle vier stehen in einer semantischen Beziehung. Womit stehen diese Begriffe in engem Zusammenhang? Mit unserem Gehirn. Denn wir sammeln Wissen und verfügen über Informationen durch Beobachtung. Kommen wir nun zur Interpretation. Aufgrund des Zusammenhangs von Beobachtung und Verstand sagte John von Neumann mal, Bewusstsein führt zum Kollaps der Quantenwellenform zu klassischen Teilchen. Interessant ist dabei, dass sich alle Urväter der Quantenmechanik über dieses Problem den Kopf zerbrochen haben. Das Problem existierte in den 20er Jahren, dann bei von Neumann, Wigner und Wheeler in den 50ern und es existiert bis heute. Henry Stubb ist heute im Publikum, genauso wie Minos Kafatos. Die Frage nach der Rolle des Beobachters bleibt also eine aktuelle Fragestellung. Bei einer Konferenz von Physikern und Philosophen, die sich speziell für die ontologische Basis der Quantenmechanik interessieren, stellte man allen die Frage, wie ist Ihre Meinung zur Wichtigkeit des Messproblems in der Quantenphysik, um dadurch zu verstehen, was hier vor sich geht? Befragt wurden 33 Personen, die Antworten reichten von es ist ein Pseudoproblem über es wird sich schon irgendwie erklären lassen, bis hin zu es stellt eine ernste Bedrohung für die Quantenmechanik dar und immerhin ein Viertel teilte diesen letztgenannten Standpunkt. Dieses Viertel meint, dass wir das Messproblem verstehen müssen, um dadurch die ontologischen Implikationen der Quantenmechanik zu erfassen. Ein Jahr später fand eine Konferenz namens Quantenmechanik ohne Beobachter statt. Sie war für Physiker, die nichts mit Psychologie oder Bewusstsein zu tun haben wollen. Aber auch dort wurde den Teilnehmern dieselbe Frage gestellt und die Antwort ist ähnlich ausgefallen. Es ist also keine vernachlässigbare Minderheit, sondern eine zunehmend wachsende Gruppe von Physikern, die sich für die Seltsamkeiten beim Beobachtereffekt interessiert.
Auch Philosophen wie Dave Chalmers sagen, wenn wir mit dem schwierigen Problem konfrontiert werden, die Subjektivität zu verstehen, müssen wir dabei vielleicht ein oder zwei verrückte Ideen in Erwägung ziehen. Chalmers verrückte Ideen sind dieselben wie die von Neumann und anderen, nämlich vielleicht ist Bewusstsein ja fundamental. Kommen wir nun zu den Experimenten. Das meiste, was wir am Institut für ganzheitliche Wissenschaft tun, ist die Durchführung von Versuchen, um neue Wissenschaftstheorien zu überprüfen. Dabei überprüfen wir zum Beispiel den Beobachtereffekt. Wir fragen uns, verändert die Art unserer Beobachtung, wie die Dinge wirklich sind? Aus quantenmechanischer Sicht ist das so. Wir interessieren uns also dafür, ob wir durch Messungen nachweisen können, dass reine Subjektivität zum Kollaps der Quantenwellenfunktion führt. Es geht also ums Paradoxon von Schrödingers Katze, wo eine Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Und wir wollen wissen, ob allein durch mentale Prozesse dabei das Ergebnis beeinflusst wird. Wir fordern dabei eine Versuchsperson dazu auf, das Ergebnis rein durch Willens- bzw. Vorstellungskraft zu beeinflussen, ohne dabei überhaupt irgendwo hinzuschauen, sondern es sich nur vorzustellen. Bei unseren Experimenten sind aber keine Katzen zu Schaden gekommen. Anstatt des Katzenversuchs haben wir ein Michelson-Interferometer verwendet. Das ist ein relativ einfacher Aufbau. Man hat einen Laserstrahl, der auf einen halbdurchlässigen Spiegel trifft. Ein Teil wird reflektiert, der andere Teil wird vom Spiegel nicht beeinflusst. Nach Umlenkung durch zwei weitere Spiegel entsteht das hier sichtbare Interferenzmuster konzentrischer Kreise. Wenn keine Interferenz auftreten würde, würde man keine weiteren Kreise im Inneren sehen. Das ist ein einfacher Weg, den Welle-Teilchen-Dualismus von Licht experimentell zu untersuchen. Für diesen Versuch befand sich der gesamte Versuchsaufbau samt Kameras, die das Interferenzmuster aufzeichnen, in einem elektromagnetisch abgeschirmten Versuchsraum. Dann gaben wir Versuchspersonen außerhalb des Raums den Auftrag, sich vorzustellen, dass sie die Photonen in dem hier markierten Pfad vor ihrem geistigen Auge beobachten können. Wenn Sie das wirklich könnten, würde die Beobachtung der Photonen zum Kollaps der Wellenfunktion führen. Bei dem Versuch haben wir sowohl in Meditation geübte sowie ungeübte Versuchspersonen untersucht. In Meditation geübte Personen verfügen über einen besonders guten Aufmerksamkeitsfokus, während ungeübte Personen, wenn man ihnen sagt, sie sollen ihre Aufmerksamkeit auf den Versuchsaufbau lenken, das höchstens 8, manchmal auch nur 2 Sekunden lang schaffen. Wir wissen das, weil wir ihr EEG gemessen haben. Dabei sieht man, dass der Aufmerksamkeitsfokus nur 3 bis 4 Sekunden gehalten werden kann. In Meditation geübte Personen hingegen können den Fokus viel länger halten. Die Aufgabe ist also echt einfach. Fokussieren Sie Ihre Aufmerksamkeit und gewinnen Sie dadurch Informationen über die Photonen. Wenn jemand dabei von seinem geistigen Auge nicht wirklich etwas sieht, dann soll er sich das eben einfach vorstellen. Und wer sich das nicht mal vorstellen kann, der muss leider nach Hause gehen. Bei diesen Versuchen wollen wir es natürlich vermeiden, Fehler zu machen. Deshalb lassen wir den Versuch zunächst völlig alleine laufen, um zu sehen, ob sich alles wie erwartet verhält. Im eigentlichen Versuch soll sich dann jemand für 30 Sekunden auf den Versuchsaufbau konzentrieren und dann für 30 Sekunden an etwas anderes denken. Zwischen diesen zwei Zuständen wird dann immer wieder hin und her gewechselt. Wenn man den Versuch ohne eine Versuchsperson durchführt, bekommt man eine einfache Nulllinie. Dabei verändern sich die Interferenzmuster während der 30-Sekunden-Perioden überhaupt nicht. Wenn jedoch ein Mensch seine Aufmerksamkeit auf den Versuch lenkt, erhält man diesen wellenartigen Kurvenverlauf, den man erwarten würde, wenn es zum Kollaps der Wellenfunktion kommt. Wir erwarten also bei dem Experiment eine fallende Kurve. Die Fehlerbalken weisen dabei einen erheblichen Abstand zur Kontrollgruppe auf, da passiert also wirklich irgendwas. Die nächste Grafik zeigt den Unterschied zwischen in Meditation geübten und ungeübten Versuchspersonen. Wir suchen dabei speziell Personen mit längerer Meditationserfahrung oder einem Beruf, der fokussierte Aufmerksamkeit erfordert. Es gibt geistige Heiler, die dabei gute Ergebnisse erzielen. Und genauso trifft das auf kreative Künstler zu. Wenn sie allerdings am Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom leiden, funktioniert das Ganze nicht so gut.
Nicht in Meditation geübte Personen stellen aber dabei eine gute Kontrollgruppe dar, denn wir wollen ja wissen, ob es hier um den Körper oder um den Geist geht, und der Geist scheint hier der ausschlaggebende Faktor zu sein. Mehr Informationen dazu finden Sie in der genannten Studie. Nach dieser Studie begannen wir für die Versuche, ein Doppelspaltsystem zu verwenden. Der Aufbau ist einfach. Ein Laser, ein Neutraldichtefilter, ein Doppelspalt und eine Kamera. Auch hier sollten die Versuchspersonen sich vorstellen, die Vorgänge am Doppelspalt vor ihrem geistigen Auge sehen zu können. So sieht das Ganze in Wirklichkeit aus. Das ist eine Alukiste, die optisch abgeschirmt ist, und der Laser ragt aus der Kiste heraus. Der Doppelspalt befindet sich in der Mitte der Alukiste, und es wird eine Linienkamera verwendet, um das Interferenzmuster zu beobachten. Was die Kamera aufzeichnet, ist das obere Bild, welches die Lichtintensität darstellt. Man sieht ein schönes Interferenzmuster mit einem Maximum in der Mitte. Das untere Bild zeigt die Fourier-Transformation des Signals, also die Lichtleistung. Dabei sehen wir zwei markante Spitzen. Die des Doppelspalts in der Mitte stammt von den schnellen Sinusbewegungen im oberen Bild, und die Spitze am linken Rand stammt von der Hüllkurve der halben Sinuswelle. Diese beiden Spitzen zeigen uns, ob Interferenz vorliegt oder nicht. So those two peaks are a convenient way of looking at whether or not we have interference or not. Die Versuchspersonen sollen dabei jeweils für 30 Sekunden ihre Aufmerksamkeit auf das Experiment und dann für 30 Sekunden vom Experiment weglenken. Dabei erwarten wir, dass bei Aufmerksamkeit die Spitze in der Mitte kleiner wird, während gleichzeitig die Spitze am linken Rand größer wird. Wir beobachten also das Verhältnis der Höhe beider Spitzen, um darüber zu messen, wie viel Interferenz tatsächlich vorliegt, oder wie ich das gerne nenne, wie viel Doppelspaltigkeit gerade vorliegt. Ich überspringe jetzt unsere vier Pilotstudien und gehe direkt aufs erste formale Experiment ein, bei dem wir 50 Sitzungen mit 50 Versuchspersonen durchgeführt haben. Der weiße Punkt rechts stellt die Kontrollbedingung dar, also ohne Versuchsperson, und der rote Punkt links ist das Ergebnis, wenn Versuchspersonen das Experiment mental beeinflussen. Das Ergebnis war wirklich aussagekräftig, und für die Physiker unter Ihnen, es betrug 5 Standardabweichungen. Personen mit Meditationserfahrung schnitten dabei deutlich besser ab. Das Ergebnis wurde im Journal Physics Essays vor 2 Jahren publiziert. Da wir das Ergebnis selbst kaum glauben können, haben wir es bereits mehrfach wiederholt, nur um sicher zu gehen. Und hier ist das Ergebnis des zweiten formalen Experiments. In diesem Fall haben wir uns speziell für die Zeitverzögerung interessiert, denn die Versuchspersonen sollen ja die Aufmerksamkeit aufs und dann vom Experiment weglenken. Unser Verstand braucht aber ein paar Sekunden für diese Umfokussierung der Aufmerksamkeit, weshalb wir eine Verzögerung erwartet haben, und die wurde hier nachgewiesen. Die Existenz dieser Verzögerung ist interessant, denn dadurch sehen wir, dass es was mit unserem Verstand zu tun haben muss und nicht mit dem Versuchsaufbau. Denn in der Kontrollbedingung ohne Versuchsperson sehen wir keine Verzögerung. Bei diesem zweiten Versuch haben wir sogar fast 6 Standardabweichungen erreicht. Ich sollte erwähnen, dass wir bei diesen Experimenten eine Vorrunde haben, in der wir Versuchspersonen für das spätere Hauptexperiment auswählen, die besonders begabt sind. Viele davon, aber eben nicht alle, sind in Meditation geübt. Diese Vorausgewählten beherrschen also speziell diese mentale Fokussierungsaufgabe, und wir haben auch dieses Experiment im letzten Jahr im Journal Physics Essays publiziert. 1 oder 2 weitere Studien warten noch auf ihre Veröffentlichung. We published this last year in Physics Essays, and they have 1 or 2 additional papers which are in the pipeline at the moment. Ein weiterer Vorteil des Doppelspaltexperimentaufbaus ist, dass man ihn mathematisch sehr präzise über Wellenmechanik modellieren kann. Dadurch erhält man Formeln, mit denen man die Intensität des einen und des anderen Spalts sowie beider Spalte gemeinsam berechnen kann. Das Modell kann man dann mit den Messergebnissen vergleichen und darüber aus dem Modell Aussagen über Teilaspekte der Messung machen, die man nicht direkt messen kann. Damit meine ich Folgendes. Wenn die Versuchspersonen ihre Aufmerksamkeit vom Versuchsaufbau weglenken, scheint das Licht zwischen beiden Spalten symmetrisch zu sein.
Wenn Sie hingegen Ihre Aufmerksamkeit auf den Versuchsaufbau lenken, wird die Lichtverteilung asymmetrisch, was dann zum Kollaps des Interferenzmusters führt. Ob es genau so funktioniert, wissen wir nicht, aber es stellt zumindest ein Erklärungsmodell für den nicht exakt messbaren Teil des Versuchs dar. Wir haben dann den bisher verwendeten Versuchsaufbau genommen, der aus einem Laser besteht, welcher Billionen von Photonen pro Sekunde abgibt, und ihn ans Internet gekoppelt. Alle bisherigen Versuche fanden im Labor statt, und es hätte sein können, dass die Nähe des Körpers der Versuchsperson zum Versuchsaufbau bzw. zum Interferometer dabei einen Unterschied macht. Es könnte ja sein, dass sich jemand in den Konzentrationsphasen etwas in Richtung des Versuchsaufbaus beugt. Selbst wenn der Aufbau 2 Meter entfernt ist, könnte das geringe Auswirkungen haben, denn Interferometer sind extrem empfindlich und wir wollten jegliche Einflüsse ausschließen. Deshalb haben wir das Experiment übers Internet durchgeführt, wodurch die Versuchspersonen jetzt zwischen 1 und 18.000 Kilometern entfernt waren, wodurch das Beugen in Richtung des Interferometers keinen Unterschied mehr macht. Die grünen Punkte zeigen an, von wo aus Menschen am Experiment teilgenommen haben. Das Smiley in Kalifornien steht für unser Versuchslabor und die größte Entfernung war Südafrika im Abstand von 18.000 Kilometern. Wir wollten dadurch herausfinden, ob Versuchspersonen das Experiment auf diesem Weg beeinflussen können und ob der Abstand dabei eine Rolle spielt. Wir haben inzwischen 5000 Versuche mit Menschen und 7000 Versuche mit einem Linux-Computer durchgeführt, der so programmiert ist, dass er sich im Versuch genauso wie ein Mensch verhält. Dadurch haben wir eine Kontrollgruppe, denn das Interferometer weiß nur, irgendwer ruft gerade übers Internet Daten ab. Diese Daten werden permanent in Echtzeit ins Internet übertragen und für das Interferometer macht es keinen Unterschied, ob am Ende ein Mensch oder ein Computer sitzt, wodurch wir eine Kontrollgruppe im Vergleich gegenüber Menschen haben. Does exactly the same thing. It doesn't care, it doesn't know who's asking for data. So we get a very nice control to compare against humans. Die Versuchspersonen sehen dabei auf ihrem Bildschirm entweder eine leere Fläche, was Entspannung bzw. Aufmerksamkeit vom Experiment weglenken bedeutet, oder sie sehen die Daten des Interferometers als Grafik in Echtzeit auf ihrem Bildschirm und sie sollen mental versuchen, die Linie an den oberen Bildschirmrand zu verschieben, was bedeutet, dass das Interferenzmuster kollabiert. Betrachten Sie das Ganze als eine geistige Verbindung zwischen dem Verstand und dem Versuchsaufbau, wobei der Bildschirm die Rückmeldung liefert. Es ist mehr eine semantische oder psychologische als eine physische Verbindung, wobei eine physische Verbindung auch nicht auszuschließen ist. Hier sehen Sie das von der Kamera aufgezeichnete Interferenzmuster. In diesem Fall messen wir direkt die Interferenzsichtbarkeit und genauer gesagt, wie scharf die Fransen in dem Muster wirklich sind. Die Berechnungsformel ist unten angegeben und umso mehr das Interferenzmuster kollabiert, umso kleiner wird dieser Wert. Wir betrachteten dabei 20 Fransen in der Mitte des Interferenzmusters. Das Ergebnis? Wenn die Versuchsperson sich aufs Doppelspaltexperiment konzentriert, fällt der gemessene Wert. Was Sie hier sehen, ist der Differenzwert zwischen dem Fall Aufmerksamkeit aufs Experiment lenken gegenüber Aufmerksamkeit vom Experiment weglenken. Und zwischen beiden Fällen wird in dem 11 Minuten dauernden Experiment insgesamt 21 Mal hin und her gewechselt. Sie sehen hier den Differenzwert der beiden Zustände und er fällt, wenn die Aufmerksamkeit aufs Experiment gelenkt wird. Interessanterweise fällt er in allen 20 Fällen und einige davon sind sogar signifikant. Was passiert, wenn der Linux-Computer die Daten abruft? Gar nichts. Wir sehen also, dass menschliche Aufmerksamkeit hier der entscheidende Faktor ist und das selbst bei riesigen Abständen zwischen Versuchsperson und Versuchsaufbau. Die nächste Frage ist, spielt die Größe des Abstands dabei eine Rolle? Und die Antwort ist nein. Wir haben das untersucht, indem wir für jedes 11-minütige Experiment einen Gesamtwert berechnen und diesen Wert über dem Abstand vom Versuchslabor auftragen. Dann schauen wir uns die Steigung dieser Kurve an und sie verläuft absolut flach. Der Abstand spielt also überhaupt keine Rolle.
Im vergangenen Jahr haben wir das gleiche Experiment durchgeführt, jetzt aber mit einzelnen Photonen, weil kritisiert wurde, dass wir bisher Billionen von Photonen pro Sekunde verwendet haben. Dabei können Quanteneffekte eine Rolle spielen oder auch nicht. Vielleicht kommt es dabei auch zu Wechselwirkungen mit der Elektronik. Jetzt messen wir einzelne Photonen, also ein Quant in jedem Versuchsdurchgang. Wir zählen die Quanten, die auf den Photoelektronenvervielfacher treffen. Auf der linken Seite der Röhre befindet sich eine kleine Lichtquelle, hinter der sich ein starker Filter befindet. Dadurch treffen zwischen 100 und 1000 Photonen pro Sekunde auf den Photoelektronenvervielfacher. Da die gesamte Kiste etwa einen Meter lang ist, kann man berechnen, wie viele Photonen sich gleichzeitig darin befinden, und es ist extrem unwahrscheinlich, dass es mehr als ein Photon ist. Der Vervielfacher zählt die Anzahl der Photonen pro Sekunde, und wir haben das System auf etwa 50 Photonen pro Sekunde eingestellt. Der gesamte Aufbau befindet sich auf einem Vibrationsisolationssystem, welches sich wiederum in einem elektromagnetisch abgeschirmten Versuchslabor befindet, wodurch äußere Störeinflüsse ausgeschlossen werden können. Wir schauen zunächst, ob wir ein Interferenzmuster sehen, das durch die Einzelphotonen gebildet wird. Dann geben wir jemandem die Anweisung, sich auf den Doppelspalt in der Kiste zu konzentrieren, während wir den Photoelektronenvervielfacher auf das hier markierte Minimum einstellen. In dem Moment, wo wir durch mentale Beobachtung die Interferenz reduzieren, steigt dieser minimale Wert. Anstatt eines Kollapses des Interferenzmusters erwarten wir hier also, dass die Photonenanzahl steigt. Da wir uns für die Geist-Materie-Interaktion interessieren, messen wir auf der Materie-Seite die Photonen, und die geistige Aktivität messen wir über ein EEG, um ein neurowissenschaftliches Abbild der Vorgänge im Gehirn zu haben. Sehen Sie, wie glücklich hier alle aussehen? Das liegt an dem Geodesics-Sensorennetz, das wir verwenden. Es besteht aus vielen kleinen feuchten Schwämmen und ist sehr angenehm zu tragen. Es fühlt sich wie eine Kopfmassage an und ist außerdem angenehm kühl. Man hat dann etwa 2 Minuten Zeit, schnell ein Foto zu machen, während alle so glücklich aussehen. Ich muss die ganzen Details aus Zeitgründen weglassen, aber wenn die Versuchsperson sich aufs Experiment konzentriert, steigt der Doppelspaltwert, während die EEG-Aktivität sinkt. Wir beobachten dabei eine Alpha-Desynchronisation, worüber sich die Konzentration messen lässt. Wenn Sie Gehirnaktivität bei Konzentration messen, desynchronisieren Ihre Alpha-Gehirnwellen und einige andere ebenfalls. Wir sehen also den Zusammenhang von Konzentration und steigender Photonenanzahl am Doppelspalt. Da die Konzentration nur kurz gehalten werden kann, fällt die Photonenanzahl kurz darauf wieder ab. Die Korrelation ist dadurch gut sichtbar. Wir hatten 20 Versuchspersonen und hier sehen Sie, dass im Moment steigender Photonenanzahl auch die Gamma-Gehirnwellen in den Temporallappen, speziell im rechten, abnehmen. Wir sehen das immer wieder, dass bei diesem Aufgabentyp die rechte Gehirnhälfte eine wichtige Rolle spielt. Das ist also ähnlich wie bei den Alpha-Gehirnwellen. Reduzierung bedeutet dort Aufmerksamkeitszunahme. Bei Gamma-Gehirnwellen sehen wir das Gleiche. Jetzt gehe ich noch kurz auf einen anderen Versuch ein. Bisher ging es um Wechselwirkung von Verstand und Materie zwischen einer Person und einem Messgerät. Bei meinem Vortrag im letzten Jahr berichtete ich über die Burning Man-Veranstaltung im Jahr 2013, wo viele Menschen viele unterschiedliche Messgeräte mental beeinflusst haben. Kurze Zusammenfassung. Vor einem Jahr stand der Burning Man auf einer Art UFO und so sah das Ganze aus, als es abgebrannt wurde. Damals hatten wir 6 Zufallszahlengeneratoren auf der Veranstaltung laufen und wir haben Kreuzkorrelationen zwischen den 6 Generatoren gemessen. Dabei gab es einen beeindruckenden Spitzenwert genau in dem Moment, wo die Zeremonie begann. Das Schöne daran ist, man kann das mit anderen Ereignissen wiederholen. Solange viele Menschen sich auf das Ereignis konzentrieren, ändert sich die Entropie.
Was wir aber nicht wissen, ist, was genau passiert dabei in den Zufallszahlengeneratoren, denn deren Funktionsweise ist einfach, einen Bitstrom auszuspucken, aber man kann das Innenleben dabei nicht analysieren. Fürs Burning Man Festival 2014 haben wir unsere Zufallszahlengeneratoren selbst gebastelt und sie Quantenrauschgeneratoren genannt. Dabei wird ein Rauschen durch Elektronen erzeugt, die durch eine Diode tunneln. Dabei wird Shot Noise erzeugt, wobei es sich um einen Quanteneffekt handelt. Anstatt wie in 2013 einen Bitstrom zu messen, haben wir diesmal das Rauschen selbst mit 44 kHz aufgezeichnet. Vor ein paar Jahren wäre das unmöglich gewesen, denn das erzeugt ungeheure Datenmengen. Aber mit einer 32 GB SD-Karte kann man so viele Daten problemlos speichern. Während dem Abbrennen des Tempels hatten wir 10 Stück davon laufen. Der Tempel ist der zweitwichtigste Teil des Festivals und so sah es aus, als man ihn abgebrannt hat. Was haben die Quantenrauschgeneratoren beim Abbrennen des Tempels gemacht? Die Grafik zeigt vorher, während und nachher und das Ergebnis sieht ähnlich aus wie vor einem Jahr. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das reiner Zufall ist, ist extrem gering. Beachten Sie, dass wir hier keine Bits betrachten, sondern eine Phasenverschiebung beim erzeugten Rauschen. Wir messen absichtlich nicht die Stärke des Rauschens, weil die könnte von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein, im Gegensatz zur Phasenverschiebung. Wir sehen also eine Kreuzkorrelation der Phasenverschiebung aller Quantenrauschgeneratoren und das Ergebnis ist dadurch aussagekräftiger und würde auch erklären, warum zufällige Bits wie im vorherigen Versuch kohärenter werden. Was haben wir dadurch gelernt? Von Neumann, Chalmers und die anderen sind vielleicht auf der richtigen Fährte und manchmal sind verrückte Ideen tatsächlich richtig. Außerdem möchte ich meinem Forschungsteam danken, denn ich mache diese Studie nicht alleine. Einige davon sind auch heute im Publikum, darunter theoretische Physiker, Ingenieure und natürlich unsere Sponsoren. Jetzt noch etwas schamlose Eigenwerbung. Ich habe über das Thema miteinander verwobener Gedanken bzw. Gehirne vor 8 Jahren ein Buch geschrieben. Davor hatte ich schon das Buch Das bewusste Universum geschrieben. Dass Minus sein Buch genauso genannt hat, ist reiner Zufall. Er betrachtete das Thema durch die Brille eines Physikers. Ich betrachtete mehr die Wissenschaft paranormaler Phänomene. Mein neuestes Buch heißt Supernormal und ist auf Platz 1 der Kategorie Religionsgeschichte, was ich etwas skurril finde. Denn ich weiß nur sehr wenig über Religion und fast nichts über Geschichte, aber Amazon hat es in die Kategorie eingeordnet und da ist es jetzt Nummer 1. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.